Hallo und herzlich willkommen zu Euro Truck Simulator 2. Ja, und wir sind da immer noch auf dem Weg nach Dänemark. Sind wir noch Dänemark? Berlin? Rostock? Dänemark. Ja, glaube ich schon. Gut, sind wir immer noch unterwegs. Aber sichert es nicht irgendwie anders auch noch? Auftrag? Nee. Oh ja. Nee, das ist da. Schaden. Wie sicher das jetzt da? Weltkarte, okay. Dresden. Ja, okay, gut. Da waren wir eigentlich eh noch nicht sicher gerade. Gut, nichtsdestotrotz, wir müssen. Na, Raster, wir wollen fahren. Wir müssen Licht. Handbremsen auf, Gang rein und let's fetz. Schauen wir auch nicht schlecht. Ja, okay, passt. Zur nächsten Tankstelle. Wir haben keinen Sprit mehr. Ich meine, keinen Sprit ist relativ gesehen. Sprit ist nur jede Menge drin. Aber ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wann dann die nächste Tankstelle kommt, ja. Und schaffe das nur vor dem. Ja, oh ja. Danke, Kollege. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte da schon ganz gern den Tank voll, weil ich weiß jetzt da nicht, wenn wir da Skandinavien oben sind, ja, in, da ganz im Norden, wie das da mit den Tankstellen ausschaut. Ich meine, was ich mich erinnern kann, sind die etwas rar besehen. Das heißt, da sind nicht so viele. Ja. Und ja, wie gesagt, ich bin da lieber, gehe da nicht lieber auf die Nummer sicher. Aber da geht es bergauf. Ja, man merkt schon, nicht? Mit 20 Tonnen, da hat er halt seine Probleme, der Kollege. Aber gut, wir haben jetzt 450 PS, das darf man auch nicht vergessen. Ja, ist jetzt auch nicht die Welt. Und ja. Wir werden natürlich auch, wenn wir geskillt haben, natürlich dann auch bessere Motor und so weiter kriegen. Und da stellt sich jetzt natürlich für mich die Frage, was mache ich? Setze ich da jetzt einen neuen Fahrer rein? Wobei ja das mit dem neuen Fahrer dann auch so eine Geschichte ist, nicht? Weil, na sag doch geschwind. Ja, wie die Garage in Wien dann vergrößern müssen, das kostet natürlich auch jede Menge Kohle. Die was wir nicht haben, wie gesagt, wir haben nur 94.902 und für den Auftrag kriegerten wir 23.666. Das ist ein Schnaps zu einem Schluss, okay, passt. Na, das ist jetzt auch nicht unbedingt gerade die Welt. Aber, ja mein Gott, nein. Ich glaube, Torino hätte uns ein bisschen mehr gebraucht, aber wie gesagt, ich möchte halt gerne da oben in Norden umher kutschieren. Weil das andere, ja, können wir ja so nebenbei machen. Nicht? Also, wir müssen ja nicht nur jetzt da oben. Ne, Schatz, also mit dem Berg kommt der gar nicht zurecht. Nee, das gefällt einem nicht. Ja, und das, was ich immer noch bekritteln tue, 22.42 Uhr, ne? Ihr seht, sie haben mir die Nacht weggenommen in Euro Truck Simulator. Ja, und das finde ich sehr schade. Das muss ich jetzt so sagen, ja, also, das ist meine einzige Beschwerde, was ich an SCS habe, ja, ist definitiv, Leute, bitte bringt die Nacht zurück. Ja, es ist stockhell hier, ich brauche kein Licht. Ihr könnt euch doch nicht ein Beispiel nehmen an Giants, wo du in Landwirtschaftssimulator spielst, ja. Da brauchst du auch. Ah, da ist die Tankstelle. Wow, 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 nicht zu schnell, nicht zu schnell, nicht zu schnell, nicht zu schnell. Sehr gut. Stopp, stopp, stopp. Da werden wir jetzt. Stopp! So, Motor aus und tanken. Du hast das schon in Landwirtschaftssimulator, da hast du auch keine Nacht. Ja, da brauche ich kein Licht, ja, da kann ich am Acker fahren und wer braucht schon Licht? Oder auf der Straße fahren, selbige, wer braucht da schon Licht? Ne? Und Leute, das kann es nicht sein. Ja, mir ärgert das echt, mir ärgert das so grün und blau, dass die Nacht weg ist. Und 1309 Euro, na bumm. So, da müssen wir schauen. Können wir fahren? Können wir fahren? Können wir fahren? Nein, können wir nicht.
aber jetzt. Und du hast da so schöne Lampen und lalala und hast nicht gesehen, da drauf machen können, ja. Das war echt mega geil. Ja. Aber es bringt mir ja nichts. Ja, weil mit dem Licht sehe ich mehr als genug. Ja. Ich meine, ich kann da jetzt das Fernlicht auftreiben, wenn's wollt, ja, bitteschön. Aber im Prinzip brauchen tue ich es nicht. Und da muss ich ehrlich sagen, das ärgert mich. Das ärgert mich dermaßen, ich kann das echt gar nicht sagen, wie mich das ärgern tut. Na komm aus die Bötte, Kollege. Früher war das super, ja, da bist du wirklich ins Stockdunkeln gefahren. Ab und zu hast du einmal so Lampen gehabt, ja, das ist meistens gewesen, wenn irgendwo eine Tankstelle oder so war. Wir können da links rüber. Das war okay, aber ansonsten war es im Stock finster. Und wie man jetzt sieht, ist es nicht mehr. Ja, das haben sie uns weggenommen, warum auch immer, ich weiß es nicht. Vielleicht hat es da Beschwerden gegeben oder keine Ahnung. Ich kann es wirklich nicht sagen, warum SCS das so gemacht hat. Das ist bei irgendeinem Patch ist das mit reingekommen, ja, dass sie hergegangen sind und einfach uns die Nacht gestohlen haben. Ja, und das muss ich ehrlich sagen, das bekrittel ich, weil ich finde das sehr unrealistisch, ja, dass das so hell ist. Ja. Jeder, der was schon mit dem Auto mitgefahren ist in der Nacht, ab 22 Uhr, ich meine, jetzt da, haben wir ja wieder die Zeit, nicht? Jetzt kommt wieder der Winter, da wird es ein bisschen früher dunkel. Und wenn ihr da im Auto drinnen sitzt, ja, um 22 Uhr, ist da gute Nacht. Ja, da ist finster wie Sau, da siehst du nichts, außer die Lichter von eigenem Auto. Sagen wir jetzt doch, dass wir da runterbringen müssen. Und das war's. Ne? Aber jetzt muss ich ehrlich sagen, nee, ist es nicht mehr. Ne? Die Nacht ist weg. Ne? Und ändern können wir es jetzt auch nicht. Ich habe noch nicht geschaut, ja. Ich musste ja mit meinen, ich sag jetzt immer Experten, dazu ist er eigentlich gar nicht, ja, ein sehr guter YouTube-Freund oder Internet-Freund, ja, das könnt ihr jetzt halten, wie es wollt, ja. Mit denen muss ich mir auch mal zusammenreden und muss ich mir auch mal fragen, ob es da irgendeinen Mod vielleicht gibt, ja, dass man da vielleicht die Nacht wieder zurückbekommt. Nicht? Vielleicht gibt es sowas, ich weiß es nicht. Ist ja möglich, ne? Man gesehen habe ich es noch nicht, muss ich sagen, beim Darcy, weil wenn es sowas, glaube ich, ja, da fahren wir. Wenn es sowas geben würde, dann hätte er das, wahrscheinlich, ja, weil ich glaube, ihm hat es auch Spaß gemacht oder der es auch Spaß machen, wenn es wieder finster wird, ja. Uiuiui, Kollege. Und nicht so hell unbedingt ist, ja. Aber mein Gott, was wollen wir denn jetzt tun? Das ist so, das müssen wir jetzt so hinnehmen und ja, das können wir nicht ändern, ne? So, genug kritisiert da jetzt da, rot. Wie immer rot. Aber jetzt grün, geht schon. Let's fetz, komm, gib Gas. So, naja, in Prag sind wir schon mal. Das ist gut. Wir haben jetzt da 23.33 Uhr und nur 622 Kilometer vor uns, okay. Ich meine, ich habe mir schon überlegt, Freunde, ja. Ich spüre, das ist 80, okay. Ich spiele das ja, ohne dass wir schlafen müssen. Ja. Ich habe mir schon gedacht, gehabt, okay, ich werde es aktivieren, dass wir auch schlafen müssen. Okay, da geht's. Und ja, dann wird die ganze Sache ein bisschen spannender, ja. Können wir dann eigentlich machen, sobald es hell ist, haben wir doch gehabt, werden wir das so deichseln, dass wir auch schlafen müssen, sollten, tun. Ne? Dann müssen wir immer wieder Raststellen suchen, sonst fängt er wieder so zu zum Gähnen an, ne? Und dann wird er schwarz vor die Augen und das ist natürlich dann auch nicht so besonders super. Da kannst du nicht an ein oder anderen Crash kommen. Und das wollen wir ja vermeiden. Nicht? Also ich bin ja kein Ding, wo ich sage, hallo, nicht? Unfall und so, brauchen wir nicht. Ja, da war zum Beispiel schon wieder mehr Parkplatz, aber den brauchen wir nicht aussteuern. Wir fahren da jetzt ein paar Hort durch, denn wir haben Bananas geladen. Nicht Bananen, sondern Bananas. Ja, schauen wir nochmal.
Richtig. Bananas. 20 Tonnen Bananas. Das heißt, wir fahren mit einem Auflieger eigentlich, ne? Und ja, mit dem kann man eigentlich in der Nacht auch fahren, weil da hat man Sonderregelungen, soviel ich weiß, ja, was Lebensmittel und so anbelangt. Ja. Hast du da Sonderregelung, dass du auch in der Nacht fahren darfst, nicht? Weil auf viele Straßen ist er von bis nicht, Fahrverbot für LKWs. Aber natürlich für Lebensmittel und so weiter gelten diese Regeln nicht, weil die haben ein extras, na, sagt euch geschwind, extra Schein quasi oder Bevollmächtigung, dass sie in der Nacht auch fahren dürfen. Aber sie müssen natürlich auch, und das darf man nicht vergessen, sich an die Dingeskirchen halten, an die Fahrzeiten natürlich. Also da dürfen sie natürlich auch nicht drüber, nicht? Also mehr wie 9 Stunden ist nicht. Das heißt, alle 4, 4,5 Stunden, nicht, müssen sie auch Pause einlegen. Warum habe ich jetzt erzählt? Hallo? Verstehe ich nicht. War ich jetzt wirklich zu schnell? Echt jetzt? Habe ich das verschlafen, dass da wirklich nur 80 erlaubt sind, weil da fährst du nur 80 fort? Oder noch schlimmer, noch langsamer? Was ist, fährst du 79 oder so? Habe ich das echt verschlafen? Scheiß Drecken aus der Hölle hörst. Das hätte man sich jetzt sparen können. Naja, egal. Ist so. Ja, wie gesagt, da gibt es eben die Sonderregelung, was da bei LKWs gibt. Ne? Das werdet ihr vielleicht auch schon mitgekriegt haben. Ja? Die ganzen Supermärkte, was bei euch in der Nähe sind, die brauchen ja die Lebensmittel. Ja? Und das wird hauptsächlich in der Nacht natürlich angeliefert. Ja? Weil untertags der LKW dann in Stau steht und bla 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 und hast nicht gesehen. Ne? Und in der Nacht ist es doch angenehmer für den zum Fahren. Für den Fahrer vielleicht jetzt einmal nicht so gut, weil der ja in der Nacht fahren muss und in der Nacht arbeiten muss. Kann ich mir gut vorstellen, dass das jetzt nicht unbedingt der Brüller ist, ja. Aber mein Gott, sind wir froh, dass wir sie haben, sonst hätten wir nichts zum Essen. Ja, ist so. Glaubt sie mir vielleicht nicht, ist aber wirklich so. So, jetzt hast du uns da überholt, Kollege, und jetzt fährst du da so langsam, oder was? Warum? Gib Gas, 90. Nicht bremsen, Gas geben. Oh, wir können da rüber. Okay. Und ja, wie gesagt, also viele LKW-Fahrer, ich bin auch gesagt, viele Autofahrer hassen ja die LKW-Fahrer, ja. Weil ja, sie der Meinung sind, ja, der fährt so langsam und ich muss ja auf der Autobahn meine 200 fahren oder, ich meine, in Österreich geht das eh nicht, ich meine, geht schon nicht, aber du zahlst ja dann dementsprechend, nein. Österreichs Autobahnen sind auf 130 beschränkt. Hält sich natürlich nicht jeder dran. Ich muss ehrlich zugeben, ich halte mich auch nicht wirklich dran. Ich fahre meine 150, 160, wenn es möglich ist, natürlich nicht. Aber übertreiben tue ich es auch nicht. Und ja, und wenn natürlich dann so Elefantenrennen ist und du kommst da mal mit lockere, flockige 160 an und der kommt da raus mit seinen 80, ja, da kommst du des Öfteren schon mal ins Husten und denkst dann, mein lieber Freund, jetzt bitte mal drei Vaterunser, weil das geht sich knapp aus, dass du das noch da bremst. Nur das, was die meisten Leute halt eben vergessen und ich hin und wieder auch, da nehme ich mich gar nicht von der Schuld frei, ja, mich das auch immer wieder ärgert. Aber ja, wenn man dann kurz einmal drüber nachdenken tut, na komm, lass mich darüber. Kurz einmal drüber nachdenken tut, dass der auch nur seinen Job machen tut und der auch von Punkt A nach Punkt B einfach hinfährt, ja, und der vielleicht Sachen drinnen hat, die was wir zum Leben brauchen. Nicht, wenn man über das dann drüber nachdenken tut, hat man vielleicht ein bisschen dann einen anderen Einblick in das Ganze, ja. So, was ich jetzt suchen würde, wäre ein Parkplatz. Ja, ich weiß, ich darf da nicht auf der Mittelspur fahren, Freunde, aber ich tue es jetzt trotzdem, weil wir müssen dann sowieso gleich wieder die Spur wechseln. Das ist ein bisschen nervig. So, ein Parkplatz war jetzt aber wirklich cool, oder? Haben wir irgendwo einen Parkplatz in der Nähe? Schauen wir mal. Kommt da was? Oh, da kommt aber lang nichts. Na gut, dann machen wir das anders, dann werden wir da rechts irgendwo stehen bleiben. Aber nicht da bei den scharfen Kurven. Nein, das machen wir natürlich nicht. Wir werden mal schauen, dass wir ein Stückchen gerade kommen. Eine gerade Strecke erwischen und dann sind wir dort und dann einmal da auf dem Seitenstreifen einfach stehen bleiben. Ja, wie gesagt,
ist halt wirklich auch so, dass viele das vergessen, ja, was eigentlich ein so LKW-Chauffeur für uns tut und macht. Ja. Und wie gesagt, wenn ihr dann mit dem Auto mal fahren tut, ich meine, ich habe jetzt nicht nur Zuschauer, die was schön Führerschein haben, ich habe auch Zuschauer sicherlich, wir müssen nicht die Spur wechseln, Entschuldigung. Wenn ihr dann auch einen Führerschein habt, ja, oder die Leute, die was in Führerschein haben, jetzt müssen wir da auf die Bremse steigen. Und ja, wenn ihr dann einmal in so eine Situation kommt, ja, wie ich das eben jetzt angesprochen habe, dass im so Elefantenrennen ist oder dass im LKW da vor euch seine 60 oder 70 fährt, ja, obwohl ihr eigentlich schneller fahren könnt. Was war jetzt mit den LKW los? Interessant, der hat noch rechts ein Stück, okay. Na komm, lass laufen. Na so, geht ja. Dann sollte man da vielleicht einmal ganz kurz einmal drüber nachdenken. So, aber wir suchen da jetzt wirklich einen Parkplatz. Wieso fährt der so langsam da? Ist auch interessant, oder? Also den Fehler haben sie noch nicht behoben. Der ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, wenn du so Abfahrten hast und da ist einer auf der Überholspur. So wie der Mini da jetzt war, der rote. Fährt der einfach 40 weiter und das ist Kilometer lang, wenn er nicht die Spur wechseln kann, warum auch immer. Ist ein bisschen merkwürdig, aber anscheinend haben sie das noch nicht hinbekommen oder ist einer das noch nicht aufgefallen, dass eben dieser Fehler noch immer drin ist. So, wir werden da jetzt aber stehen bleiben, nämlich genau da. So, ich wollte da jetzt nicht am Berg stehen bleiben, weil das ist... Der LKW ist eh nicht unbedingt, ne? Der stärkste. So, da geht es nämlich dann schön bergab, da können wir... So, na überhol! Na überhol! Na komm, trau dich! Na ruck! Sehr brav! So, Motor aus, Licht aus. Standlicht können wir eigentlich rennen lassen, damit die Autofahrer uns auch sehen. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.